Der Kunde stellt uns eine zu verklebende Substratoberfläche zur Verfügung und wir können hier eine erste Auswahl treffen. Wir haben hier die gängigsten Standardprodukte vor Ort und können Klebebänder aussuchen, die zu der Kundenoberfläche passen. Dazu kann man einen kleinen Handtest machen, indem man die Streifen aufklebt, einen Moment wartet und dann nachher schaut, wie die Performance ist. Für die Auswahl des Klebebands muss man nicht nur die Oberfläche berücksichtigen, wie Kunststoff oder Lack, sondern auch, welche Belastungen nachher auf das Klebeband in der Applikation kommen. Zum Beispiel Temperatur oder Feuchte, ob es ausgleichen muss oder dichten. Das spielt alles eine Rolle und dafür muss man halt eben seine Erfahrung mit ins Spiel bringen. Kann man jetzt hier mal ziehen. Hier sieht man, dass bei dem einen Produkt der Schaum spaltet, bei dem anderen nicht. Deswegen wäre das besser geeignet, weil die Haftung da höher ist wie die innere Festigkeit von dem Schaum. Und sollte mal kein Produkt geeignet sein, haben wir auch die Möglichkeit, ein kundenspezifisches Produkt zu entwickeln.